Hallo liebe Filmfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, der Tom ist wieder da. Nachtschicht endlich war vorbei und ja, auch endlich jetzt Wochenende. Ja, für die meisten ist ja das Wochenende schon wieder vorbei. Für mich hat es gerade begonnen und ja, heute war echt ein cooler Tag. Schön mit der Familie unterwegs gewesen, auf einem riesengroßen Trödelmarkt, obwohl wir da eigentlich gar nicht hin wollten. Zu der Story kommen wir gleich und ja, in dem Video wollte ich auch noch ein paar Ankündigungen machen und ja, erstmal Prost, Leute. Herrlich. Nicht arbeiten müssen, schönes Bierchen, neue Filme. Was will der Sammler da noch mehr? Ja, erste Ankündigung, die ich jetzt habe, und zwar ja, hat mein Kanal jetzt auch eine eigene E-Mail-Adresse. Ja, das wäre www.tomsfilmecke@gmx.de. Relativ einfach, werde ich auch in die Beschreibung mal reinschreiben. Ja, wenn irgendeiner mal mir was Privates schreiben möchte oder auch wenn jetzt bald das Gewinnspiel kommt, da wird es auch sehr wichtig werden, weil ja, das Gewinnspiel ist jetzt alles soweit unter Dach und Fach. Ich warte jetzt eigentlich nur noch auf die Gewinne. Es werden also 3 Stück und auch quasi dann 3 Gewinner geben und ja, mit denen muss ich ja auch dann in Kontakt treten. Das machen wir dann quasi über diese E-Mail-Adresse. Ne? Ich hoffe, ihr freut euch alle. Wird auf jeden Fall ein cooles Gewinnspiel werden. Und ja, wie gesagt, abonnentenabhängig wird es definitiv nicht sein. Ne? Finde ich albern. Habe ich ja schon öfters gesagt und so. Ne? Kann jeder mitmachen, der Bock drauf hat. Und ja, möge der Bessere dann gewinnen. Zumindest ist der mit dem meisten Glück. Und ja, dann wollte ich jetzt demnächst, ja, mein kleines Vlog oder ja, Frage- und Antwortspiel machen. Und da seid ihr jetzt auf jeden Fall gefragt. Und zwar ne, haben sich das viele gewünscht. Ne, weiß ich nicht. Ne, wie kam meine Sammelleidenschaft zustande? Wie kam ich zu YouTube? Oder ne, was macht der Tom beruflich? Oder was sind seine Hobbys? Whatever. Ne, könnt mir alles in die Kommentare reinballern. werde dann, ja, einen schönen Zettel machen mit allen Fragen. Ne, auch hier Kumpel von mir, ne, die haben da Fragen gestellt. Und ja, macht da alle fleißig mit, schreibt alle fleißig in die Kommentare. Ne, da wird dann ein Video zu geben und da werde ich halt alle eure Fragen beantworten. Ja, sofern sie natürlich im normalen Rahmen sind. Also wenn irgendwie blöde Fragen sind, die werde ich komplett ignorieren. Ne, gibt es ja meistens dann auch immer so ein paar spezielle, ja, die dann meinen, da irgendwie ja, aus dem Rahmen zu fallen. Aber wie gesagt, haben sich wirklich einige gewünscht und ja, das machen wir dann auf jeden Fall. Ich denke mal, das Gewinnspiel wird irgendwann so Mitte, Ende nächste Woche hoffentlich losgehen. Wie gesagt, ich warte dann noch auf die Gewinne. Erst wenn ich die hier habe, werde ich dann auch machen, damit es auch bloß keine Enttäuschung gibt. Aber geregelt ist das Ganze schon und ja, denke ich mal, dass das cool ankommen wird und da freue ich mich selber drüber. Ja, und wenn nicht, dann behalte ich die Gewinne selber und kaufe mir selber was Schönes davon. Nur so viel dazu. Ja, und dann war der liebe Tom auch heute ja auf dem Trödelmarkt. Wir wollten eigentlich erst nach Düsseldorf fahren. Da ist eigentlich immer ja, so ein schöner großer Trödelmarkt auf dem Messegelände. Wetter war ja super. Und ja, sind wir dann dahin gefahren. Und ja, wegen Messeveranstaltung wurde der Trödelmarkt einfach abgesagt. Und ja, nirgendwo ne, online ja, geschrieben, dass der quasi ausfällt und war mega ärgerlich, weil dann sind wir jetzt den ganzen Weg dahin gefahren und auf einmal kriegt man dann sowas gesagt. Ne? Also unfassbar manchmal. Ja, auf jeden Fall wollten wir jetzt nicht den ganzen Weg umsonst gefahren sein. Ja, sind wir erstmal wieder auf einer Raststätte, weil das Messegelände ist quasi direkt an der Autobahn. Also da ist auch irgendwie groß anhalten geht nicht. Sind wir wieder auf der Autobahn gefahren, nächste Raststätte raus, ne? Zigarettchen rauchen und ja, hab dann nochmal gegoogelt und ja, in Köln war dann auf dem IKEA-Parkplatz ein riesengroßer Trödelmarkt und haben wir gesagt, okay, sind wir jetzt nur eine halbe Stunde von weg, fahren wir einfach mal dahin und boah, Leute, ey, also das Hinfahren ist ja halt eine, aber da parken, also ich stand da erstmal eine halbe Stunde im Stau und Parkplatz gar nicht dran zu denken und überall Politessen, weil alle, die falsch gestanden haben, haben dann Knöllchen bekommen. Also ich wette, die Stadt Köln hat bestimmt heute 10.000 Euro nur an Knöllchen da verteilt. Also das kann man sich nicht ausdenken. Also ehrlich, ey, absolute Vollkatastrophe. Aber gut, wir haben es geschafft. Wir haben da einen coolen Parkplatz gefunden. Und
Ja, sind wir auch dann darüber geschlendert und ja, das war wirklich ein Filmeparadies. Also, was da an Filme oder an Filmstände da waren, das war absolut gigantisch. Wir haben es noch nicht mal geschafft, den ganzen Trödelmarkt zu sehen, weil er einfach so groß war und das war nachher am Ende wirklich so extrem voll. Da konnte man sich gar nicht mehr bewegen. Ne? Also, meine Frau hat keinen Bock mehr gehabt, die Kinder hatten keinen Bock mehr gehabt. Ne? Von daher haben wir da so ab der Hälfte abgebrochen und ja, sind dann zurückgefahren und auf dem Weg lag dann auch schön zu uns, ne? In Dormagen, schön am Rhein, kann man schön spazieren gehen. Eine schöne Altstadt und ja, alles noch historisch, auch noch mit den ganzen, mit diesen ganzen Wällen und Mauern, auch damals da zur Kriegszeit, mit diesen Ausbuchtungen, wo sie die Wehre durchgehalten haben und so, wirklich interessant. Also wer noch nie in Zons war, fahrt da mal hin, wirklich wunderschön, egal ob mit Frau, mit Kindern, für jeden was dabei. Und ja, da haben wir uns dann auch noch einen restlichen schönen Tag gemacht. Und ja, trotz alledem ist auf jeden Fall einiges zustande gekommen. Ne? Eigentlich sollte das ja nur so ein, ja, ganz kurzes Video werden halt als Ankündigung, ne, wie ich gerade schon gesagt hatte, ne, mit der E-Mail-Adresse, ne, mit dem Gewinnspiel, dass das jetzt, denke ich mal, sehr schnell kommen wird und auch mit dem ja, Vlog oder Frage- und Antwort-Quiz. Wie gesagt, ich hoffe, ihr macht da fleißig alle mit und ballert mir die Kommentare diesmal wirklich voll mit Fragen, damit auch keine Fragen mehr offen bleiben und ja. Jetzt kommen halt auch noch Filme dabei. Also besser kannst du eigentlich gar nicht laufen. Ne? Und ja, fangen wir einfach mal mit dem ersten Film an, den ich mir gekauft habe. Und das wäre der Film Die Päpstin. Ne? Kenne ich gar nicht. Ich habe da schon viele Ausschnitte von gesehen und auch viel drüber gelesen, aber ich habe den Film noch nicht gesehen. Und ja, habe den jetzt für, ich glaube, 5 € auf dem Trödelmarkt gekauft. Also wirklich richtig günstig in der 2-Blu-ray-Disc-Edition und ja, hat leider hier oben so ein paar kleine Beschädigungen. Ja, ist aber nicht so tragisch, weil das Innenleben wirklich wie neu ist und da ist wirklich überhaupt nichts dran. Ne? So sieht die ganze Edition aus und ja, ich mag ja auf jeden Fall solche Filme und ja, vielleicht schmeiße ich den Pappschuber weg und weiß mir die einfach so, weil. Wirklich richtig, richtig schön und ja, wie gesagt, ich mag so Filme. Da geht es ja quasi ja, um die erste Päpstin. Ne? Das war irgendwann, ja, steht vielleicht hier drauf, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube im 6. Jahrhundert oder 814 nach Christi, genau. Und ja, da war halt eine ja, weibliche Theologin, die sich dann als Junge immer getarnt hat und es wirklich dann geschafft hat, ja. Papst zu werden und auch wirklich eine längere Zeit, so wie ich im Gedächtnis habe, auch da regiert hat. Und ja, ich glaube, die katholische Kirche streitet halt auch heute alles ab und sagt, diese Päpstin hat es nie gegeben. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, hieß sie Johanna. Also nicht Johanna von Orleans oder. Ja, ich weiß es nicht mehr ganz genau, kriege die Story jetzt nicht mehr so ganz zusammen. Wie gesagt, wenn ich den Film geguckt habe, werde ich es nochmal alles genau wissen. Auf jeden Fall hat der Film mich schon länger interessiert und ja, freue mich schon auf jeden Fall in der schönen Edition dafür so wenig Geld bekommen zu haben und ja, wäre auf jeden Fall der Film Nummer 1. Ja, der zweite Film ist eigentlich nur ein Upgrade, hatte ich bis dato immer nur als DVD da und ja gut, das wäre der Film Black Hawk Down, brauche ich gar nichts drüber zu erzählen, habe ich jetzt auf Blu-ray abgedatet und ja. Klasse Film, ne? Somalia, Mogadischu, Hubschrauber abgeschossen. Ne? Ja, und man hat versucht, diese UN-Truppen, UNO-Truppen da wieder rauszubekommen, die mit dem Hubschrauber da abgestürzt sind. Und ja, ganz Mogadischu war ja, der reinste Mob, sage ich mal. Und ja, die Soldaten, die halt die Abgestürzten rausholen sollten, sind halt dann von allen Seiten da beschossen worden. Also da ging dann wirklich richtig die Post ab. Und auf jeden Fall klasse gemacht, der Film. Also, ich finde den absolut super und großartig. Und ja, Black Hawk Down. Leider ohne, nee, mit Wendecover, aber das sehe ich ja jetzt erst. Das ist ja auch gut, ne? Guck mal, Leute. Einmal so mit dem 16er Flatschen. Nochmal mit dem. Also manchmal ist es auch unfassbar. Also dann hätte man sich ja halt auch komplett sparen können, oder? Also.
Oder das ist so ein Fehldruck und der Film wird irgendwann richtig viel Geld sein. So wie mit Münzen, falsche Prägung oder falsche Briefmarken. Wer weiß es? Vielleicht wird der irgendwann richtig viel Geld wert, ne? Weil der falsche prägt ist. Nee, Quatsch. Also, glaube ich nicht dran, aber Black Hawk Down auf jeden Fall ne, super klasse Film. Dann habe ich mir in der 2-Disc Special Edition geholt The Watchmen. Ja, braucht man auch nicht viel zu sagen. The Roacher, wirklich absolut coole Figur, absolut cooler Film. Und ja, hatte den auch nur auf Blu-ray. Ach, nee, Blu-ray sah ich schon auf DVD da. Jetzt habe ich ihn auch auf Blu-ray. Toller Film, kann ich nur eben empfehlen. 2-Disc-Edition, leider ohne Wendecover, aber ist ja nicht so tragisch. Ja, dann ein Film, wo ich mich wirklich sehr darüber gefreut habe, weil auch ihn hatte ich nur als DVD und ja, jetzt habe ich ihn ja auch auf Blu-ray und das wäre der Film Gladiator, ne, mit Russell Crowe. Ja, wirklich ein granatguter Film und ja, auch als Extended Edition, ne, hier oben steht, also ne, braucht er jetzt nicht schreiben, der Film ist aber nicht Extended Edition, doch ist er, ist die 17 Minuten längere Fassung, ne, so, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ja, sonst weiß ich schon genau, dass wieder in die Kommentare reinkommt. Oh, jetzt aber geschnitten der Film. Nein, ist er nicht. Das ist die, ja, hier die 10 Jahre Edition. Und ja, der ist auf jeden Fall Extended Cut. Ja. So, Doppel-Edition und auch mit Wendecover. Ja, habe ich mich auf jeden Fall gefreut und ja, hat 2 Euro gekostet. Ja, also für 2 Euro, also bei Amazon ist der deutlich, deutlich teurer. Also für 2 Euro macht man da nichts falsch. Ne, genau wie hier The Watchmen hat auch nur 2 Euro gekostet. Ne, Black Hawk Down hat auch nur 2 Euro gekostet. Also da macht man gar nichts falsch. Und jetzt können die DVDs ja, aus der Sammlung verschwinden. Die Blu-rays können jetzt einziehen. Und als nächstes Film habe ich mir geholt. Kannte ich gar nicht, aber Takeshi Miike ist mir auf jeden Fall ein absoluter Begriff und ein absolut super Regisseur und das wäre der Film 13 Assassins. Ja, und ja, hat sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant gelesen und ja, ich glaube, der kann auf jeden Fall was. Bin nicht der größte Asia-Fan, aber von Takeshi Miike, ja, habe ich mir gesagt, den holst du dir auf jeden Fall in der Sammlung und ja, hat 1 Euro gekostet, aber wirklich nichts dran. Also da ist nicht ein Fingerabdruck oder ein Fettfleck auf der Disc. Also absolut perfekter Zustand und ja, für 1 Euro kann man ihn ruhig mitnehmen. Wenn er Mist ist, kommt eine Tauschkiste und gut ist, aber glaube ich fast nicht. Ja, dann hätten wir einen Film, der mir auch wirklich gar nichts gesagt hat, ist aber von den Machern der Ring-Trilogie. Und das wäre der Film Don't Look Up. Ja. Kann ich gar nichts zu sagen. Aber der sah wirklich mega interessant aus. Hat mich 2 Euro gekostet. Und ja, ist so mit Fliegen, kurzweiliger Schocker, mit Ekelgarantie. Also ja, das Böse kommt von oben. Naja, besser von oben wie von unten, ne, würde ich sagen, oder? Man weiß es nicht. Vielleicht auch von unten besser. ja, sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Die Blu-ray. Alles mit so Fliegen und Blut und ja. Freue ich mich auch zu gucken. Ne? Don't Look Up. Kenne ich nicht. Vielleicht habt ihr den schon gesehen. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob der was kann. Oder ob der ja nichts kann. Ne, wie gesagt, sah sehr interessant aus und ja, für 2 Euro macht man ja nichts falsch auf dem Trödelmarkt. Ne. Ja, bin ich auf jeden Fall mega gespannt und alles, was so mit Fliegen ist ja, und irgendwie so Kreuche-Fleuche-Zeug, ne, Tierhorror, geht bei mir immer. Ne. Hab, wie gesagt, Film. Habe ich schon nie was von gehört. Ja. Ja, dann habe ich mir einen Film geholt. Ja, den werde ich heute Abend mit meiner Frau gucken, weil sie ist riesen Lady Gaga Fan und
Ja, ich bin großer Bradley Cooper-Fan und ne, American Sniper kommt auch jetzt bald in 4K, habe ich auch schon vorbestellt. Absolut grandioser Film und ja, das wäre der Film A Star is Born. Und da muss ich wirklich sagen, das ist ein wirklich klasse Film. Ja, also wer Lady Gaga mag und Bradley Cooper mag, also der wird den Film lieben und ja, ich mag auch solche Filme, ne, wo es um Musik geht. Ne. Auch ich habe auch hier die Filme hier mit Ray Charles, also Ray, der Film und ja, absolut genial. Oder Johnny Cash, ne, mit Joaquin Phoenix, auch ein grandioser Film. Und ja, den werden wir uns heute Abend auf jeden Fall angucken. Hat leider auch kein Wendecover, aber wie gesagt, A Star is Born ist wirklich ein sehr, sehr schöner Film. Ja, dann habe ich mir einen Film geholt mit Guy Pearce und Robert Duvall und Charlie Theron. Und das wäre der Film The Road. Und das ist wirklich ein richtig, richtig cooler Film. Den habe ich mir, glaube ich, schon bei Amazon Prime angeguckt. Und ja, habe mir den jetzt auch als Blu-ray in meine Sammlung geholt. Ja, so sieht er von hinten aus. Und ja. Ein verstörendes Meisterwerk, wie gesagt, Film schon gesehen und ja, ne, ein intensives Stück Film steht hier und ja, der ist auf jeden Fall wahnsinnig gut, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ne, The Road mit Guy Pearce und Robert Duvall, ein sehr, sehr starker Film. So, nochmal ein Schlückchen, kriege schon wieder einen trockenen Mund. Ja, gut, dass ich ein Video aufnehme. Ich glaube, gerade läuft auch der Livestream vom Filmfreak Marcel. Lieber Marcel, Grüße gehen raus. Muss ich gleich auch mal schnell reingucken, was der da so fabriziert. Mach mal aber noch zu Ende, weil ein paar Filmchen habe ich noch. Ja, und zwar, ja, habe ich jetzt die Reihe, glaube ich, komplementiert. Ja, weil die zwei fehlt mir noch. Also ich finde ja Krieg der Welten, den ersten einfach super und ja, habe mir jetzt Krieg der Welten 2 gekauft, das ist also noch original zu, ich glaube auch für 2 Euro, ne? Und dann habe ich mir auch noch ja, Krieg der Welten 3 geholt, auch für 2 Euro und ja, somit glaube ich, habe ich alle Krieg der Welten Teile zusammen. Ich meine, es gibt 3 Stück, verbessert mich, wenn ich da falsch liege und ja, ich glaube zwar jetzt nicht, dass sie besonders gut sein werden, also habe sie noch nie gesehen, aber die Cover gefallen mir, die haben beide Bändecover, das wird bestimmt cool aussehen in meiner Sammlung und ja, der erste Teil von Krieg der Welten finde ich absolut stark, ne? Viele haben sich ja über den Film beschwert, ja, dass man da die Außerirdischen gar nicht so sehr sieht, aber ja, ist auch gar nicht Sinn und Zweck des Films, sondern da steht der Mensch im Vordergrund, ne, wie sie halt da fliehen. Und auch von Tom Cruise wirklich grandios gespielt. Und ja, der hat so eine super krasse Atmosphäre, Krieg der Welten. Ich glaube nicht, dass Teil 2 und 3 da anknüpfen kann, aber ich lasse mich da gerne des Besseren belehren, ne, werde mir die auf jeden Fall mal anschauen und ja, bleiben auf jeden Fall in der Sammlung, ja, alleine nur um die komplett zu haben, auch wenn sie halt nicht ganz so gut sein sollten. Ja, aber wie gesagt, für 2 Euro komplett neu, so alles hier eingeschweißt in Schutzfolie, da macht man doch nichts falsch. Ja, der nächste Film habe ich auch noch nicht gesehen, aber auch viel Gutes von gehört, ne? Ein Film von Luc Besson. Das wäre der Film Lucy, hat mich auch 2 Euro gekostet und ja, Luc Besson mag ich. Da habe ich letztens schon das Video mit Dogman gemacht und ja, der liest sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ne? Durchschnittlich nutzt jeder Mensch nur 10% seiner geistigen Fähigkeit. Was passiert, wenn wir 100% erreichen? Von den Machern von Leon der Profi oder Fünfte Element, ja, wissen wir, mit Scarlett Johansson und Morgan Freeman. Ja, der Film, der kann gar nicht schlecht sein. Ne? Wollte ich immer schon mal geguckt haben, irgendwie nie die Zeit gefunden und auch irgendwie nie gekauft, weil immer wieder was anderes dazwischen kam. Jetzt habe ich ihn bekommen für 2 Euro und absolut super. Ja, dann als nächstes
ein Film, der entweder richtig cool sein wird oder richtig, richtig scheiße. Ein Film mit Tony Todd, ja, The Candyman, ja, ich liebe ihn, ja, und Danny Trejo, ich liebe ihn genauso, und das wäre der Film Vanish. Ja, sieht so nach Rachefilm aus. Ja, noch nie was von gehört in meinem Leben. Ja, liest sich auf jeden Fall auch sehr, sehr stark und sehr, sehr spannend, und auch die Bilder dahinter. Ein spannender und knallharter Action-Trip, in dem nichts ist, wie es scheint. Ja, also wenn der Film auch noch einen Twist hat, glaube ich schon, dass der auf jeden Fall nicht schlecht sein wird. Ne? Muss ja kein Meisterwerk immer sein. Es reicht ja auch, wenn einfach mal so ein Film einfach nur okay ist, den man einfach gut gucken kann abends. Und ja, fand ich auf jeden Fall stark. Ne? They just kidnapped the wrong victim. Ja. Bin ich mal gespannt, wer da gewinnt. Ne? Wenn ich mit Tony Todd und Danny Trejo. Wunderbar. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob einer den schon mal gesehen hat oder kennt. Sah auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus, und auch, wie gesagt, er hat 2 € gekostet, und ja, ist ja auch nichts. Ja, und dann kommen wir zu, ja, meinem Highlight, was ich auf dem Trödelmarkt gefunden habe. Und ich wette, wenn ich noch mehr Zeit gehabt hätte und noch mehr gestöbert hätte, ich hätte wirklich jede Menge Geld gelassen, und ja, mein Stapel der Schande wäre, ja, noch mal eine Etage gestiegen. Ne, ein deutscher Film mit Kai Michael Müller, Anna Hausburg, David Brunners, und ja, der Film heißt True Love Waits. Ja, habe ich auch wirklich noch nie was von gehört. Ist ein Mediabook, hat mich 8 € gekostet, und ich habe schon überall gelesen, dass der Film überall so um die 40 € kostet. Ja, ist noch komplett neu. Ja, und ja, ist in Schwarz-Weiß gehalten. Das finde ich sowieso immer ziemlich cool. Also ich mag wirklich Schwarz-Weiß-Filme. Die haben so eine, ja, ganz eigene Atmosphäre einfach. Ne? Also Schwarz-Weiß-Filme finde ich stark. Und auch wenn die so nachträglich in Schwarz-Weiß gemacht sind. Wie gesagt, ich mag das sehr. Und ja, der in stilvoll Schwarz-Weiß gedrehte Film mischt schwüle Erotik mit blutigem Horror. Das klingt doch geil, und guckt euch das Bild an. Ja. Wie die Alte da drauf sitzt, der unter am Zustochern ist. Also den werde ich mir auf jeden Fall jetzt die Tage direkt geben. Also der sah wirklich super spannend aus, und ja. Schreibt mal in die Kommentare, ob einer den schon mal gesehen hat. Also an mir ist der komplett vorbeigegangen. Ich habe den noch nicht mal auf der Börse irgendwo rumliegen gesehen. Ja, seht ihr mal, da muss man auf den Trödelmarkt fahren, ja, um sowas zu finden. Und ja, wie gesagt, ich habe schon mal ein bisschen gegoogelt. Kein günstiger Film, und ja, ich habe ihn halt komplett in neu für 8 € bekommen. Und ja, freue mich jetzt doppelt und dreifach. Ja, das war's auch mit meinen Filmen. Sehe schon, Video geht schon wieder viel zu lang. Ankündigung habe ich gemacht. Freut euch, ich denke mal, so ab nächste Woche geht das Gewinnspiel los. Dann kommt auf jeden Fall das Video mit euren Fragen und meinen Antworten. Ich hoffe, dass wir jede Menge Fragen zusammenbekommen. Würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Und es wäre auch einfach mal ein anderes Video, wo ich wirklich sehr, sehr Bock drauf habe. Und ja, vielleicht kriege ich auch ein paar andere YouTuber dazu, das mal zu machen, ne, über die man auch ein bisschen mehr erfahren möchte. Und ja, sind wir am Ende. So schnell geht es wieder. Ne? Habe auf jeden Fall heute richtig Bock auf dieses Video gehabt. Ne? Habe schon, ja, das Filmemachen wieder ein bisschen vermisst, und ja, meine Abonnenten und wieder Kommentare zu lesen. Macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß, und ja, ihr werdet auf jeden Fall was Schönes dafür zurückbekommen. Da könnt ihr euch schon mal drüber freuen, und ja, machen wir auf jeden Fall mal einen kleinen Schnelldurchlauf nochmal. Ne? Wie gesagt, wenn ich mit Tony Todd und Danny Trejo, dann Luc Besson, Lucy. Ja, die beiden Krieg der Welten. Muss ich gucken, ob die was können.
The Road, auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Film mit Guy Pearce, den mag ich sowieso sehr gerne, den Schauspieler, und Robert Duvall, auch klasse. Ja, A Star is Born kann ich auch nur jedem empfehlen, außer ihr mögt nur Horror, dann vielleicht nicht, aber wer auch ein bisschen auf ja, geistreiches Fernsehen steht und auch ein bisschen ja, Musik mag, ja, guckt euch den Film an, wirklich super. Ja, Don't Look Up mit den Fliegen, ne, kann ich nichts zu sagen. Ja, aber Eli Roth spielt dabei, sehe ich gerade. Oh. Ja, weil hier ist ein asiatischer Regisseur. Ne? Klar, von den Machern der Ring-Trilogie, aber Eli Roth spielt damit. Geil. Henry Thomas. Oh, okay. Habe ich noch gar nicht gelesen. Ja, dann denke ich mal, kann der was. Ja, dann hätten wir 13 Assassin. Ja, von Takeshi Miike, der wird bestimmt auch cool sein. Ja, Black Hawk Down brauche ich gar nicht zu sehen, den hat jeder schon gesehen. Aber ich glaube, es gibt keinen Mensch, der den nicht gesehen hat. The Watchmen, das gleiche. Roacher, wirklich ja, einer meiner Lieblingscharaktere und auch wirklich richtig, richtig geil gemacht, der Film. Ja, dann Gladiator als Extended in der Blu-ray. Dann True Love Ways, da freue ich mich auch mega drauf und natürlich auch über die Päpstin und ja, in diesem Sinne, Dienstag kommt schon direkt das nächste Video. Ne, und ja, wenn auf jeden Fall jetzt mehrere Folgen, ne, dass ihr nicht wieder so lange warten müsst. Ne, tut mir auch immer tierisch leid, aber mein Leben ist halt manchmal einfach ein bisschen stressig und ja, ich bemühe mich, ja, so viele zu machen, wie ich es halt schaffe, was mir auch wirklich sehr, sehr viel Spaß macht und ja, ich sowieso die geilsten Abonnenten habe und auch wenn so viel ja, böses Blut in dieser ganzen Community ist, ich halte mich da komplett raus und bin froh, dass ja, mein Kanal Gott sei Dank da ein bisschen rausgehalten wird und ja, in diesem Sinne, ihr seid die Besten, Prost auf euch, ich wünsche euch allen einen angenehmen Start in die Woche und ja, würde sagen, bis Dienstag, da kommt das nächste Video. Ich denke mal auch ein sehr interessantes Video. So viel kann ich schon mal sagen. Es wird blutig. Blutig und brutal. Ach, guck, da kommt schon eine WhatsApp angeflogen. Ja, wird Zeit, Schluss zu machen. In diesem Sinne, liebe Leute, macht es gut. Ja, bleibt mir gesund, euer Tom.